Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Darkrai 6 DLC. Der Bars Wahnsinn steht uns bevor. Und wenn wir Glück haben, das heißt, wenn wir Glück haben, ich habe ja gerade nochmal geschaut, also ist, hier werden wir dann das zweite Teil finden im Tempel. Komm schon, ich will den Tempel sehen. Willst du Ärger kriegen? Wir dürfen gar nicht hier oben sein. Deswegen macht es doch so viel Spaß. Ach, wunderbare Unschuld. Na ja, genau. Folgen wir mal den Kindern. Er sah, wie sich der Riese aus dem Teich erhob. Ohne zu zögern, ging er auf seinen Feind los. Brrr. Und der Krieger hat ihn abgeknallt. Nein, er hatte ein Messer, kein Gewehr. Was? Das ist so dumm. Eine Knarre macht viel mehr Spaß. Aber so geht die Geschichte nicht. Du warst schon immer sehr kompliziert, oder? Wir hätten so viel gemeinsam schaffen können. Als Partner. Nein, Citra. Du wolltest keinen Partner. Jedenfalls nicht mehr, als Mutter Kinder wollte. Ich habe vergessen, die Waffe wieder. Das ist echt, dass man die ja nochmal anklicken muss, diese Waffe. Nach den Updates. Upgrades. Ich habe dich erwartet, was? Ich dich auch. Okay, also mehr oder weniger ein klassischer Bossfight. Du verschwindest einfach. Ehrlich? Okay, ja. Ich glaube, der ist auch relativ akkurat, wie damals bei Jason war. Aber das ist... schon lange her, das Let's Play. Der Krieger macht ihn fertig. Hab schon verstanden. Das ist dir alles egal, oder? Das ist unsere Geschichte. Unser Geburtsrecht. Citra, von wem ist die Legende? Ist sie eine Prophetin? Nein, ehrlich, ist sie eine Göttin? Hast du eine Nummer, wo ich anrufen und nach dem Kleingedruckten fragen kann? Citra, komm schon. Hey, guck mich an. Hey, worauf wartest du? Dass die nächste Generation kommt und dich rettet? Wir sind doch hier, verdammt. Und haben mehr als Legenden und Dolche. Wir haben einander. Vergiss, was sie dir erzählen. Was sie dir beibringen. Woran glaubst du? Ich glaube an Stärke, Pflicht, Zielstrebigkeit. Schwache Männer langweilen mich. So was? Willst du die Wahrheit? Wir sind nicht gleich. Ich wusste es schon immer. Und du auch. Meine Individualität, meine Ambitionen waren nie eine Bedrohung für dich. Aber du hast einen Krieg draus gemacht. Also bitte. Okay. So, nächste Runde, wie mir scheint. Was, du bist schwach. Du kannst alles geben, aber am Ende wirst du immer versagen. Ich kann nirgendwo hin, außer hoch, oder? Unsere Vergangenheit ekelt mich ab. Die Mühe, die ich investiert habe. Die vielen Arten, wie du mich enttäuscht hast. Egal, was ich versuche, es wird nie reichen, oder? Ah, okay.
Dach dran. Ja, verziehst dich jetzt wieder, ne? Bist du bereit, Bas? Es ist abscheulich. Na, es kommt hier mit. Allen möglichen Dings. Aber so wie es aussieht, müssen wir halt dann jeweils eine runterballern. Ja, es kommt Nachschub. Du bist so erbärmlich. Sei mal nicht so. Ah, das ist gar nicht gut. Genug der Spielchen. Jetzt werde ich dich töten. Okay, du kommst doch zurück. Alles klar. Sei kein Feigling. Verteidige dich. Gesessen? Dann ist hier aber doch der Endkampf. Oder? Nee. Wenn ich dich anschaue, sehe ich nur Schwäche. Doch noch ein. Ja gut, noch eine Phase und dann wieder zwei Dings abschließen. Ich sehe es. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Komm schon, ich habe dich kaum berührt. Nichts passiert. Nein, du bist viel zu grob. Okay, okay. Tut mir leid. Manchmal wünschte ich, wir wären nie erwachsen geworden. Ja, hier ist dann letzte Phase. Ich bin mit dir fertig. Oh, das werden wir ja sehen. Ah. Da gammelst du rum. Das geht aber. Du zögerst immer noch. Du bist immer noch schwach. Nein, jetzt nicht. Gut, geben wir den Rest. Autsch. Ja, jetzt hast du die Chance. Alles, was ich tat, geschah, um dich stärker zu machen. Ja, alles klar. Hätten wir dich. So, nächster Teil. Dankeschön.
alles zerfällt zu Staub. Nicht wahr? Du wirst verändert. Ach, soll doch alles zusammenbrechen. Zu Hause. Die Sonne hat besonders schön geschienen heute. Bleib. Gefallen sie dir? Ach, was? Nicht du. Du. Das ist eine ganz einfache Frage. Ah, wenn ich in meinem Haus jemandem eine Frage stelle, dann erwarte ich eine Antwort. Für wen verdammt nochmal hältst du dich eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Spielen wir ein kleines Spielchen, okay? Halt mal still. Hey, halt still. Ich habe das schon mal gemacht, okay? Nicht bewegen. Halt einfach still. Ich hab doch gesagt, er soll stillhalten. Ich hätte nur sein Ohr gestreift. Du musst immer eine Show abziehen, oder? Leg dich aufs Bett. Oh, findest du mich schön? Glaubst du, ich hab Angst vor dir? Glaubst du echt, ich hätte Schiss vor dir? Es war's. Fuck, ich werde es tun. Oh, das will ich sehen. Hör auf, mich zu reizen. Oh, tu es, was? Ja, tu es. Ich wette, du tust es nicht. Los, tu es. Ja. Okay. So, wir haben das nächste Teil. Jetzt. Ja. Dann ist hier wohl. Ich verstehe dich. Ich habe mich auch belogen. Jason. Halt dein blödes Maul. Oh Gott, ich dachte schon, da komme ich nie wieder raus. Na, was hat meine charmante Psyche wohl noch so im Petto für uns? So, dann, wo haben wir denn das nächste? Genau, da haben wir noch so einen Strandunterschlupf. Allerdings haben wir hier auch einen. Ich glaube, dann können wir da wahrscheinlich rein. Dann werde ich den mal ansteuern. Ah, warte mal. Moment. Ich kann das doch hier auswählen. Okay, super. Das ist schon mal praktisch. Okay. Nur könntest du auch gegen Kohle verkaufen. Dann Sammlung. Blablablub. Danke dafür. Mhm. Ja, ich denke, dann haben wir, Moment, hier dann das große Finale und dann, okay, geht's darüber rein. Gut. Nutzen wir den Wingsuit. Jetzt, wo wir ihn gekauft haben. Stimmt, ich hätte, ja. Obwohl, ich glaube, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir in der Wings dann der noch einen größeren Kampf haben. Das heißt, fliege ich ja eh, glaube ich, jetzt hier dran vorbei. Dann kann ich noch mal kurz Kräfte ausrüsten. Und dann rennen wir da schnell nochmal rüber, denke ich. Ja, ich glaube, das schaffen wir in der Folge dann nicht mehr. Also den letzten Teil noch zu holen. Aber dann beim nächsten Mal, das passt schon. So. Reflektiv. Wachs. Dann. Ich habe es eigentlich nicht genug, um dich nochmal zu verbessern. Okay. Dann geht mal hier noch was rein. So.
den Spiegel. Ja, wie gesagt, das lohnt sich nicht mehr. Gedruckter, Grunde, Quartz, okay. Ja. Hast. Dann muss ich, warte mal, gerade das Arsenal nochmal. Okay. Wurde entsprechend mitgenommen. Sehr schön. Auf zum Vulkan. Ich schätze mal, dass hier jetzt halt eben das letzte Teil dann ist. Wurde ja doch relativ deutlich darauf hingewiesen. Kroko. Vielleicht sind die aber auch kein One-Hit. Okay, das macht tatsächlich was, das Zielfernrohr. Interessant. Säubern wir noch ein wenig. Ich glaube, das gönne ich mir auch noch mal schnell. Nein, ich kriege nicht mehr. Aber gut, andererseits wäre es ja eh nur noch wegen des Geldes gewesen. Ich glaube, so viel sinnvollere Sachen habe ich erstmal nicht mehr. Da müssen wir es hochklettern. Schädel und Lava. Ganz wie zu Hause. Mhm. Okay, gut. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Nichts. Für niemanden. Was? Was? Bitte, gib mir eine Chance.
Zündet mich besser die Schwimmbrücke an. Komm schon, dröhn dich zu. Na los, ja, ja, los doch. Zieh's dir rein, du erbärmlicher Junkie. Los, prokrastiniere. Prokrastiniere. Und gib der verfickten Welt die Schuld an deinen Problemen. Komm schon, lass sie auch noch den letzten Rest deines Potenzials ausradieren. Wieso nicht? Wieso gibst du nicht auch deine scheiß Insel weg, hä? Du willst deine Schwester ficken, nicht wahr? Ist schon gut. Ist wie Wasser unter einer Brücke, oder? Komm schon, stirb! Kipp hier endlich! Ich will zusehen, wie sich die Erde an deiner Leiche labt! Na los! Verreck! Ja, warum nicht? Okay, dann, nächste Folge schauen wir uns mal diesen Vulkan an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.